So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal einen anderen Start. Ich bin unterwegs am Auto und will jetzt mal beim Lohnunternehmen vorbeigucken. Ja, da mal ein bisschen anfragen und so, weil wir haben ja auch nicht alle Maschinen, die wir brauchen. Und da muss das selber auch ein bisschen was machen. Und ja. Einfach mal vorbeigucken und auch mal den Hof zeigen lassen, etc. Sowas alles. Angebote einholen. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen. Tatsächlich haben wir die Fläche 5, die wir letzte Folge angefangen haben. Haben meine beiden Mitarbeiter zu Ende gemacht und ich habe auch noch ein bisschen was gemacht. Offline. Also, die ist soweit fertig. Heißt, es kommt jetzt als nächstes die 4 dran als Tiefenlocker Aufgabe und dann gucken wir mal weiter. Unsere Wiese kann auch schon gemäht werden, aber da wir ja kein Grünlandtechnik haben, müssen wir da den Lohner anfragen. Aber ja, mal gucken. Das Gras ist eh noch nicht so sehr besonders hoch. Mal gucken, ob es sich überhaupt lohnt, da schon irgendwie das ernten zu lassen oder ob wir da lieber noch mal ein bisschen warten, bis das vielleicht höher ist. Je nachdem, wie das Angebot ist, ob sich das lohnt oder nicht. Gucken wir mal, würde ich sagen. Aber na gut, wir sind gleich bei Melo angekommen. Und dann passt das. So. Ich hoffe mal, das Ding gerade von mir ist auch jetzt nicht zu laut. Aber müsst ihr sonst mit leben. Da kann ich jetzt nichts ändern. So, wo packe ich denn hier am besten? Ach, ich packe einfach hier mal mitten im Mal. So. So, ich bin zu nah dran. Stückchen davon mal abfahren. Oder woanders uns hinstellen. Ist vielleicht besser. So. Und dann gehen wir mal zu denen hin. Moin Moin! Guten Tag! Guten Tag! Ich wollte mal vorbeigucken. Herr Marquardt, guten Tag. Ja, ich wollte mal den Hof angucken, was sie so für Maschinen haben. Die ersten Angebote einholen. Ja, okay. Können Sie das machen oder? Also wenn Sie sich den Hof angucken, können Sie einfach rumgehen und sich das Ganze mal anschauen. Angebote meinen Sie jetzt was? Genau. Also so, was können Sie alles machen? Wie teuer wäre das und so, damit wir da schon mal ein bisschen planen können. Okay, also Preise ist immer müssen wir immer schauen, je nachdem was, wie groß die Feldfläche ist. Was wir dann auf dem Feld machen. Anbieten haben wir alles eigentlich. Von Dreschen bis Grobern haben wir alles. Also wie Sie sehen, wir haben hier einen Kalkstreuer. Düngen können wir auch. Haben Sie mal gerade mit. Dann haben wir hier drüben zwei unserer Sämaschinen. Oh, die eine steht aber ein bisschen schräg. Ja, die mussten wir hier schräg reinfahren. Hier stand vorher noch was im Weg. Ach so. Dann haben wir zwei von den Grobern hier. Ja. Die können mit Meißelscharen, da können wir auch flügen mit. Okay. Ja, und dann sehen Sie hier schon unser Prachtstück. Ein Fredo-Gülle-Ausbringer. Zwei Zubringer. Zwei Zubringer, ne? Dann haben wir hier noch unseren Drescher. Ja. Und ein Häcksler. 96 ist das. Und unser Häcksler. Ja, also wie Sie sehen, wir haben ein breites Angebot von Dienstleistungen, die wir erbringen können. Haben wir noch zwei große Schütemelker-Ladewagen? Ja. Ja, also falls Sie auf der Wiese irgendwie was eingeholt brauchen, das können wir auch für Sie tun. Top.
Und dann haben wir da hinten noch eine Spritze von Kuhn und ein Schlitzgerät. Ja. Und zwei Mägewerke von Krone. Ja. Für einen Grasschnitt. Ja, apropos Grasschnitt, da bräuchte ich sie auch auf jeden Fall, weil ich habe keine Grünlandtechnik. Okay. Da würde ich sie auf jeden Fall auf meiner Wiese 26 gebrauchen. Die hat 7,3 Hektar Landfläche, glaube ich. 3,3 Hektar, okay. Oder ja, vielleicht ein bisschen weniger. Aber so circa rum. Könnten Sie da schon circa sagen, nicht jetzt genau, aber so einen groben Preis in den Raum schmeißen? In welche Richtung das so geht? Also Sie sagen 7,3 Hektar, ne? Ja, bisschen weniger wahrscheinlich. Ja, da bräuchte ich mal den. Am besten den genauen Wert. Können Sie einfach durchrufen. Ich gebe Ihnen mal gerade meine Nummer hier. Ja. Ja. Wenn Sie sagen 7,3 Hektar, dann rechne ich da so um die 4.000 Euro. Fürs Mähen oder für gleich alles? Was heißt alles? Was wollen Sie denn gemacht haben? Also Mähen und in Silo würde ich gerne gemacht haben. Okay. Dann, ja. 7,3 Hektar. Könnte so um die 9 werden vielleicht. Okay. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Das können wir genau erst eigentlich erst danach sagen, wenn wir genau wissen, wie es dann gelaufen ist. Ja, nur dass man so mal so circa schon mal weiß, wie viel da auf Ja. einen zukommt. Lieber ein bisschen mehr jetzt schon sagen, dass das weniger wird als, ne? Sie kennen das. Okay, nee, gut. Wäre jetzt auch noch die Frage, ich weiß nicht, Sie müssen wahrscheinlich auch bei sich selbst so einen Schweinehof dann dreschen. Wir wollten eh selber die 7 dreschen und haben überlegt, vielleicht bei der 5 sie auch noch dazu zu holen. Eventuell Sie aber haben auch einen eigenen nicht. Drescher oder so? Genau. Okay. Und die 7 wollen wir auf jeden Fall alleine machen, soweit. Und die 4 können sie auch häckseln. Und die 5 ist jetzt die Frage, je nachdem, wie teuer das Dreschen bei ihnen ist, damit ich so mal so circa weiß, ob ich das planen muss, dass ich alles selber mache oder ob sie da auch was Also würden Sie eventuell. sagen, dass wir dann zu zweit dreschen, quasi mit Ihrem Drescher und mit unserem? Wie viele Hektar sind das? Ich glaube 70. Hm. Könnte so. Kann ich nicht genau sagen, aber um die 25, glaube ich. Okay. Jo, gut, dann kann ich das auch schon mal ein bisschen planen. Muss ich auch noch mal genauer nachrechnen. Vielleicht kann ich Ihnen dann noch mal was Genaueres sagen, aber das sind jetzt so das Grobe, was ich jetzt sagen kann. Jo, das passt. Dann erstmal würde ich sagen, ich rufe Sie dann noch mal an demnächst wegen der genauen Landfläche von der Wiese. Und demnächst können Sie dann da auch gerne schon mal, wenn ich Sie angerufen habe, denke ich mal auch anrufen. Also die Wiese, den Job haben Sie auf jeden Fall. Da Okay, bin ich also mir sicher. die ist schon so weit, dass man sie ernten Ja, kann. also sie ist schon so weit, dass man sie ernten kann. Ich bin am Überlegen, ob ich sie noch ein bisschen lasse, aber je nachdem, wie stressig das momentan auch auf dem Hof ist, ob wir das noch unterkriegen, aber sie machen das ja eh relativ selber, dann denke ich. Also fahre ich Ja. dann nachher nochmal vorbei und dann rufe ich sie da einfach mal an und dann machen wir einen Termin aus, wann sie am besten können, würde ich Machen Sie sagen. das. Machen Sie das. Gut, dann kann ich mir schon mal einen groben Überblick machen, wie dieses Jahr läuft, wie ich planen muss. Ja. Das ist schon mal immer ganz gut. Gut, machen Sie das. Gut, dann bedanke ich mich und wie gesagt, melde ich Ihnen mich auch. dann. Gut, dann schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. So.
das war doch schon mal ganz erfolgreich, würde ich sagen. Und hat auch, ja, seine Zeit gedauert. Ja, ich fahre noch mal zu der Wiese hin und kläre das alles mit ihm ab. Und würde ich sagen, hört ihr aber auch dann alles in der nächsten Folge, oder ihr seht zumindest den Lohner, wie er das alles macht, denke ich mal. Ob ich das, wie ich es abkläre, jetzt auch noch mit rein tue, denke ich eher nicht, aber lasst euch dahingehend auch gerne überraschen. Das soll es aber erstmal wieder für die Folge gewesen sein. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, gerne auch abonnieren. Ich würde mich freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.